Ja, hallöchen, liebe Freunde dort draußen. Herzlich willkommen zurück bei unseren zwei Holzfällern hier allein im Wald. Bei unserem kleinen The Forest Co-op-Projekt. Wir haben uns jetzt auf jeden Fall gedacht, wir tun mal nachhaltig was für die nahrungsmäßige Grundversorgung und gehen einfach mal auf Kaninchen fangen. Genau, und deswegen sammeln wir da jetzt auch schon die ganzen Stöcke. Wir brauchen 31. Und was kann man machen damit? Im Grunde genommen, ja, man fängt dann die Kaninchen und dann bauen wir uns noch so einen kleinen Käfig und dort können wir welche züchten. Ich hoffe, das klappt. Also, mal das vor. Also ich habe das im Singleplayer mal ausprobiert mit dem, also fangen geht, die laufen da wirklich rein. Man geht dann schlafen und dann am nächsten Tag sind die da drinne tatsächlich. Aber die vermehren sich nicht. Also vielleicht habe ich zwei männliche gefangen, ich weiß es nicht. Vielleicht wollten die nicht schwul werden, ja, irgendwie so. Wie auch immer, auf jeden Fall, ja gut. Gut, das heißt, ich baue jetzt noch Rabbit Cage direkt daneben. So, wir haben hier noch ein paar Bäume übrig. Wir müssen jetzt irgendwas noch machen, was Stämme erfordert. Also hier, Logs haben wir hier liegen. Okay, was würde ich denn anbieten? Was könnte man noch integrieren? So, ich guck mal gerade. Ich würde es dir ganz gerne irgendwie ein bisschen gemütlich machen. Also ich will hier auch noch ein paar Bänke hinstellen und so, dass wir hier einfach mal so eine richtige schöne Basis haben. Yep, das klingt doch gut, das heißt... Mit diesem Galgen da in der Mitte von diesem Zelt, das ist natürlich jetzt extrem, naja... An dem Lagerfeuer da, an der Bank? Ja, ich hatte es doch gerade. Experimental Walls, hast du das schon mal ausprobiert? Noch nicht, nein. Was sollen die können? Das frage ich mich auch. Okay, dann machen wir das auf jeden Fall noch in der Folge. Aber du hast mir vor ein, zwei Folgen auch was erzählt von so einer Rüstung. Ja, genau, die Schleichrüstung. Ich hoffe, die kriegen wir vielleicht in der Folge gebacken. Mittlerweile habe ich herausgefunden, welche Zutaten man braucht. Man braucht nämlich einmal Treesap, zweimal Lurchrüstung oder einmal Lurchrüstung und 15 Blätter und dann bekommt man so eine Schleichrüstung. Was immer die da noch kann. So, ich stelle uns hier auf so eine zweite Bank Alter. Hin, das gemütlich aussieht. Der steckt das Feuerzeug so. Nicht weg. So. Ach ja, genau, sehr schön. Diese Sitzanimation ist so süß. Mit diesem Strich. Mach mal. Na, mit diesem Strichmännchen. Nee, das, was da schwebt, siehst du das? Du sitzt jetzt neben der Bank mit deinem Arsch auf dem Feuer, aber. Okay. Nee, ich meine. Warum habe ich mich jetzt so komisch hingesetzt? Ja, das frage ich mich auch, aber. Ja, ich setze mich hier auch. jetzt verstehe ich das erst. Wenn man sich auf die Bank sitzt, kann man sich halt auch, dann geht das Energy... Klar. Sieht das bescheuert aus, da vor der Bank hockst, Alter. Das macht ja wirklich Sinn. Dann mach du mal, ich will sehen, wie das aussieht. Ja, so trainiert man seine Oberschenkel. Ja, auf jeden Fall. Sitze ich auch manchmal auf öffentlichen Toiletten, auf jeden Fall. Hilf mir mal bitte kurz mit dem Rabbit Cage. Ja. Cage dann, genau. Ah, siehst, ich muss ja. Ich sollte. Ja. Noch die Falle überhaupt aufstellen, weil sonst können wir überhaupt nichts fangen da drin. Ach so, ja, die kannst du reaktivieren. Das finde ich übrigens sehr cool. Manchmal fängt das auch nichts. Dann ist die einfach zu und es ist nichts drin. Aber das ist, ja, glaube ich, auch gewollt so. Da brauche ich 11 Sticks, um die Falle zu reaktivieren? Nee. Hä? Weil ich konnte die jetzt nicht. Ich habe es wirklich probiert. Oh, ich habe ein Kaninchen rausgeholt. Ja, gleich da. Warte, ich hole uns noch ein paar Sticks. Ich mache jetzt mal nichts. Siehst du, dass ich das in der Hand habe? Warte, ich bin gleich bei dir. Noch ein paar Sticks. Oder fertig werden. 7 brauchen wir noch. Zwei. Ich kann die doch eigentlich auch nebenbei sammeln hier. 1. So, ich glaube, jetzt habe ich genug.
So. Ja, ich auch. Also mit deinen. Lass mal schauen, ob man die sieht. Siehst du, dass ich das in der Hand habe? Ja, das ist ja ursüß. Schau dir das an. Das sieht total krank aus, das Vieh, wenn man das... Bleib mal stehen. Zum langen Kopf. Beweg dich nicht. Deine Hand geht durch seinen Nacken und kommt vorne bei seinem Mund raus. Also schaut irgendwie so aus, als hättest du ihn, als wäre er schon lange tot. Aber es lebt wohl noch. Okay. So, jetzt haben wir... So, jetzt kann ich das hier auch placen. Was? Oh, süß. Ich kann es auch wieder rausnehmen. Und das ist wohl was, das siehst nur du. Also, wenn du es placest, siehst es nur du. Ach so. Okay. Das heißt für mich... Was ist denn jetzt hier mit der... Da wird wohl jeder seine eigenen fangen müssen, würde ich mal schätzen. Okay. Also ich habe da jetzt ein Kaninchen drin, ja, mal sehen. So, ich trainiere nochmal meine Oberschenkel. Passt. Stimmt, boah, ich habe voll Hunger. Ich müsste mal was essen hier. Was gibt's noch? Was kann man noch hier zeigen? Ich würde sagen, wir... Oh, jetzt sagst du Marine mal. Ja, ja. Mal rein in die Höhle. Ich komm gleich. Mehr nur schnell einen Braten aufgesetzt. Also hier liegen noch vor allem Gliedmaßen rum von irgendwelchen Angreifern. Das ist sehr gemütlich. Ich würde das am liebsten mal aufräumen können. Kann man die eigentlich auch so essen? Ich meine, ist jetzt völlig krank oder so, aber... Nee, ich glaube nicht. Also solange es hier sowas gibt... Ja, jetzt steckt das weg! So. So, ich mach mir da noch so ein Rehsteak. Ach so, Treezap, das probiere ich das mal aus. Lizard Skin? Ja, genau. Stealth Armor, ja. Lizard Skin, Treezap und 15 Blätter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich mach dasselbe, ich probiere das jetzt auch mal. Nee, er macht's also, nicht. Einmal Lizard Skin. Nee, er macht's definitiv nicht irgendwie, komischerweise. 4, 5, 6, 7. 10, 11, 12, 10, 14, 1, 15. 2, 3, 4. Vielleicht zwei Lizard Skins. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nee. Nee. Vielleicht noch mehr Treesap. Nein, das ist es auch nicht. Aber zumindest stand es aber in dem Patch Note so drinnen, dass es doch wohl so funktionieren sollte. Okay. Vielleicht fehlt noch eine Zutat. Aber ich habe gerade Close dazu gepackt, das bringt auch nichts. Stealth Armor, warte mal, jetzt zeigt es mir an. Okay. Aber jetzt geht dieses Zahnrad da allmählich voll. Aber... Ich probier's auch nochmal. Einmal Lizard Skin. Nein, man kann eh nur mehr als... Also man kann nur einmal hinzufügen, Lizard Skin. Nee, zweimal geht bei mir. Aber... Die geht zweimal? Wenn ich nochmal draufklicke, passiert nichts bei mir. Also Stealth Armor, da geht auf jeden Fall dieses Zahnrad voll, wenn ich 15 Blätter drauflege. Aber ich weiß nicht, was dann passieren soll. Ja, wie auch immer. Müssen wir dann nochmal nachlesen. Bei mir passiert da gar nichts. Was addest du zuerst? Die Lizard Skins. Eins. Okay. Na, ich habe echt das Problem. Wenn ich nochmal auf den Lizard Skin draufklick, will er das nicht rüberschieben. Also ich kann nur eins auf die Matte legen. Wie auch immer, einfach dann in der nächsten Folge. Ich würde sagen, schauen wir uns einfach an, was sonst noch zum Bauen gibt. Ja, genau. Genau. Aber man muss ja mal die gewisse Dinge hier auch ausprobieren. So, haben wir jetzt noch ein Kaninchen? Ja, ich habe noch eins. Passt. Vielleicht sehe ich das jetzt. Mach mal. So, ich habe jetzt zwei im Käfig. Sehr süß. Okay. Sehr süß. Kann ich jetzt die Falle wieder resetten? Ja.
So, ich habe jetzt zwei im Käfig, aber... Also, die müsstest du eigentlich direkt sehen. Ich sehe die leider nicht. Probieren wir mal was. Ich habe hier Meat, das habe ich jetzt in der Hand. Und ich drop's jetzt gleich auf den Boden. Probier das mal aufzuheben. Wo bist denn du? Ja, ich sehe es. Ich sehe kein Meat. Okay, okay. Das heißt, dass wirklich jeder so eigenständig seinen Loot hat. Ja, ja. Was aber auch nicht schlecht ist. Das macht nichts, ja. So, genau. Was bauen wir denn jetzt? Ich würde ja am liebsten das ganze Gelände hier noch einzäunen. Aber nun ja. So. Würde mir auch gefallen, ja. Es wird sich noch nicht ausgehen. Mal Tree-Plattform. Das finde ich interessant. Ach, das ist bloß so ein kleines Dingens, was man an einen Baum machen kann, glaube ich. Ich gehe mal kurz alles durch, damit die Leute auch sehen, was man alles machen kann. Also hier gibt es die Feuer. By the way, direkt vor dir, 12 Uhr, 100 Meter. Ja, ja, ich sehe es gerade. Freak. Ich kann okay, diese Tree Bridge gar nicht setzen. Es funktioniert nicht, wenn ich das anklicke. Dann haben wir hier die Shelter, das sind so Häuser eben. Und hier die Treehouses, was man noch machen kann, sind so Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Spikes, Stöcker, Alter. Die Steine und die Loks. Dann hätten wir hier ja, diese Custom-Building-Sachen, die man dann miteinander kombinieren kann. Die Bänke, die wir eh schon haben. Gazebo, das ist dann ist auf jeden Fall mega teuer. Ja, ja, auf jeden Fall. Was ist das eigentlich genau? Wie so ein Rondell oder wie sagt man dazu? So eine Pagode, genau, Pagode war das Wort, was ich gesucht habe. Okay. Dann noch. Was gibt's da noch? Genau, Fallen. Man kann die Fallen stellen, eine haben wir eh schon. Und dann wohl aber auch solche zum Aufspießen, so wie Rambo. Ja, ich baue gerade so ein Defense-Spike da vor unsere Höhle. Wie in Teil 1, so, wo der eine so ziemlich arg rangenommen wurde von dem Baum. Small Garden. Ich weiß noch. Drying Rack, genau. Drying Rack. Machen wir ja, das braucht man definitiv. Ich weiß noch, wo ich einmal den Fernseher angeschaltet habe und habe einfach mal gesehen, wie Sylvester Stallone mit Pfeil und Bogen Kriegshubschrauber abschießt und ich dachte, jetzt geht's los, ey. Das habe ich so gefeiert. Und das funktioniert sogar wirklich. Er hat's mit gemacht. Explosionspfeil. Weißt du, einem Sylvester Stallone ist egal, ob das funktioniert. Das wird einfach gemacht. Magst du auch diese 80s Movies? Naja, es kommt drauf an. Also vielleicht so ein paar die Klassiker irgendwie. Aber ach, eigentlich stehe ich auch nicht so wirklich so auf Rambo. Also klar, wenn man mal so mit Kumpels einen Abend verbringt und dann halt irgendwie so auf einer Couch sitzt beim Bier und dann halt sowas läuft, dann klar feiert man das auch so ein bisschen, wenn man das gemeinsam gucken kann, aber ich würde mir sowas nie alleine reinziehen. Ich habe mal neulich das Expendables angeschaut. Ja. Bin ich aber auch ein ziemlicher Fan davon. Vor allem die ganze Aufbereitung da aus den 80ern, wie die ganzen Helden da nochmal aufpumpen. Ja, definitiv. Vor allem. Die sind ja teilweise schon 70 Jahre. Der Film ist so männlich, da ist mir echt ein Bart gewachsen im Kino. Vor allem ein Kumpel hat zu seiner Freundin gesagt: Nee, du kommst nicht mit denen angucken, weil da wirst du schwanger, wenn du den siehst. So. Ist das ein nachgewachsener Baum? War der das letzte Mal? Ich frag mich, ich glaube, diese kleinen Bäume. Aua. Oh, sorry. Alter. Ich glaube, diese kleinen Bäume, diese Stick Trees wachsen nach, wenn mich nicht alles täuscht. So, Leute, wie funktioniert das? Wir gehen ins Inventar und haben hier unseren rohen Lurch. Und den sticken wir hier da drauf. Jetzt ist er da oben. Und trocknet, und wenn er fertig getrocknet ist, kann man einfach runteressen. Aber Classic Lurch Jersey auf jeden Fall. Schaut auf jeden Fall schon echt hübsch aus da. Was ist denn das, Orges? Was? Was ist denn das, Orges, da direkt vor? Ich hab doch das gerade gesagt, ich hab da so eine Defense Spike hingebaut. Ich frage mich, ob wenn die Ureinwohner dagegen rennen, ob die dann irgendwie, weiß ich nicht, Schaden kriegen oder so. Aber ich habe das einfach mal dahingesetzt. Ohne Absprache. Okay.
Schaut auf jeden Fall gut aus. Was du noch machen müsstest dann, ich mach mal die Bäume und das mit dem, ich weiß nicht warum so ist, aber du musst das mit dem Rabbit Cage machen, weil ich kann den nicht bedienen. Du kannst den nicht bedienen? Nein. Okay, wo hast du ein Kaninchen? Nein, ach so, da ist eins keine drin. Kaninchen. Da ist eins drin. Ich habe jetzt gerade quasi drei im Käfig. Die sind jetzt so ganz schön eng beieinander. Aber sie haben noch keine Nachkommen gezeugt. Okay. Vielleicht sind es wieder drei Männer. Aber vielleicht geht das auch noch gar nicht. Das ist ja immerhin... Man muss halt doch noch betonen, es ist ein Spiel im Alpha-Stadium. Ja, aber Watch the Multiply stand doch da dann immer so. Steht's dabei? Eigentlich, also es stand zumindest früher mal da. Da gucke ich jetzt gleich mal nach. Store live rabbits in a cage and watch them multiply. Ja, stimmt. Ja, okay. Hab's jetzt watch them multiply. Ja. Dann mache ich uns mal auch einen Garten. Ich würde sagen... Ach hier, du hast so einen Waschständer hier aufgebaut, sehr gut. Genau, du kannst mal deine Sachen trocknen. Meinen nassen Schlüpfer. Wo kommt das hin? Ich würde sagen, nochmal eins. Siehst du die Teile, die ich aufhänge? Hast du da schon was aufgehangen? Ja, ich habe eins aufgehangen. Achso, okay, das sehe ich nicht. Also ich habe nur mein Zeug hier. So, drei Kaninchen... Und jetzt kommen noch drei Echsen, da kann man auch einen Fisch. Ja, einen Fisch kann man auch. Nice. Voll die Schlachteplatte hier. getrockneten Fisch, ey. Ich glaube, das... Getrockneter Fisch. Ich glaube, das dauert wirklich eine Weile. Ich hänge mal noch ein bisschen was auf für mich. Nur damit ich da mein Inventar leer kriege. Ah, diesen Speer kannst du auch verbessern. Nice. Wie das? Also ja, auch mit auf dieselbe Art und Weise? Ja, genau, genau. Super, dann mache ich das auch mal. Speer. Speer. Tricep. Jawohl. So. Okay, jetzt habe ich keine Zähne mehr. Jetzt habe ich aber... Das Ding ist, der ist halt cool schnell, aber der macht wenig Schaden. Wenn man den halt ein bisschen aufmotzt, dann ist es wahrscheinlich echt eine ganz coole Waffe im Kampf, so. Bin gespannt, jetzt habe ich mal so 7 Zähne draufgepackt. Ich würde jetzt glaube ich nochmal speichern gehen, nur damit das nicht alles wieder crasht oder sonst was. Die Kaninchen kann man jetzt auf jeden Fall auch irgendwie leichter fangen, habe ich den Eindruck. Ja. Und er schlägt verlässlicher irgendwie nach unten. So geil, wie du da hochgebeamt wirst. Dann gehe ich auch gleich mal noch speichern. Wow. Kann man gleichzeitig rauf und runter? Hä? Ach so, ja, ich habe dich nicht gesehen. Ich habe mich nur gewundert, wo du bist. Wir haben da schon die Hälfte von dem Wald abgeholzt fast. Ah, da sind noch ein paar Logs, passt. Ich möchte da nichts abholzen. Ach, der hat auch übrigens diese Echsenhaut auf dem Oberschenkel. Ist mir gerade so aufgefallen beim Runterrutschen. Echsenhaut am Oberschenkel? Ja, wenn du die Rüstung, wenn du die Rüstung anhast. Wenn du die Rüstung drauf hast. Muss ich dann mal schauen. Zuerst baue ich unsere Garten fertig. Hallo. Komm zu Papa. Mist. Dummes Ding. Und sobald die da dann fertig sind, hätte ich auch gesagt, decken wir uns dann nochmal mit Medizin ein. Und dann würde ich fast Streit anfangen gehen irgendwo. Was würdest du dann? Dann würde ich fast mal Streit irgendwo suchen gehen. Oh ja. Ja, wir können definitiv... Oh, ich habe einen Stein gefangen. Hier war ein Stein im Hasenkäfig. Das ist jetzt unser Hausstein. Rocky, würde ich ihn nennen. Ja, Rocky, bring ihn in die Höhle. Gut, paar Loks noch, dann haben wir die Gärten fertig. Ja, ich hampel hier so unproduktiv rum. Ich werde mal einen Baum fällen.
was reinziehen. Ich brauche irgendwas zum... Ich hole mir jetzt mein Jerky da. Ach, Jerky heißt das, nicht Jersey. Ich bin bescheuert, ja. Jerky, genau. Jerky. die brauchen noch, die wollen noch nicht. Ich hoffe, die speichern. Ja. Ach, ich habe mir sagen lassen, dass, wenn du das Rehfleisch draufhängst, das nicht saved. Das geht dann weg irgendwie. Gut, okay, kein Rehfleisch draufhängen. Alles klar, check. Wie lange halten die Pitfires? Ich musste schon so fünfmal hintereinander anzünden. Wie lange halten? Oh, jetzt habe ich mich selbst angezündet. Ja, passiert mir auch dauernd. Von der Zeit her meinst du, oder wie? Also weil es halbt jetzt gar nicht mehr. Okay, ja, also man muss sie einfach mehrfach anzünden. Die werden auch schnell wieder klein. Okay, okay. Gut, getrocknetes Fleisch zu meiner Rechten, die Höhle zu meiner Linken. Wir haben hier, ich mache jetzt einen kleinen Rundgang mit euch. Eine Falle für die Eingeborenen. Unsere Gärten, die wir dann auch mal, wo wir irgendwas anpflanzen. Das weiß ich auch nicht genau, wie das funktioniert. Vielleicht kann man da Bärenbüsche anpflanzen. Weiß ich nicht. Ja, kannst du sogar. Aber kann man? Ja. Okay. Ja. Aber das da weiß ich auch noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Also der sammelt dann immer und dann pflanzt er zufällig da, glaube ich, irgendwas rein. Was liegt denn hier drin? Hol ich mir kurz. Du hast doch das Beet direkt auf den Stein gesetzt. So, ich habe mir jetzt noch ein Häschen gemeuchelt. Jetzt habe ich zweimal Rabbit Fur. Ach, übrigens, Häschen. Zweimal Rabbit Fur. Das war doch, um das zu craften, oder? Bei mir geht's gerade nimmer. Eigentlich zwei Fälle, ja. Ja, bei mir geht's nicht. Nein. Ich habe immer noch drei Kaninchen-Bros. Mm, die haben sich nicht lieb. Jetzt macht mal was hier. Ha? Jetzt zeug doch mal nach. Wir schauen noch nicht hin. Dafür muss euer Artgenosse dran glauben. Vor eurer Ungehorsamkeit. So, ja. Okay. Okay. Man sieht, es nimmt langsam Form an hier, unser trautes Heim, und wir haben noch nicht so viel Besuch, was eigentlich, wenn man sich so, den Inhalt des letzten Patches so anschaut, eigentlich ziemlich angenehm ist, muss ich sagen. Auf jeden Fall. Aber das kann ja alles noch schlimmer werden. Ich gehe einfach mal davon aus, dass es irgendwann noch schlimmer wird. Vor allem, wenn hier halt einmal viele kommen und dann liegen hier Leichen rum und der Rest wird dann einfach von denen angezogen, sozusagen. So, und mittlerweile kann ich meinen ersten Lurch da schon essen. Ach. Jetzt ist nur die Frage, muss ich den sofort essen oder darf ich den so lange hängen lassen, bis ich, ja. Ja, das kann ich dir auch nicht sagen. Das werden wir noch herausfinden. Gut. Und zum Abrunden würde ich sagen, gleich mal ein... Oh, da steht da so, jemand. So Standfeuer. Neben unserer Höhle. Ist bloß ein Matterpfahl. Stöcker. Ich frage mich, ob hier wieder so ein Bombendingens spawnt. Wo gibt's denn eigentlich diese Festplatten oder was das ist? Boah. Mainboards? Also irgendwie am Flugzeug an der Tür an der Seite und manchmal auch am Strand und manchmal in den eingeborenen Dörfern. Okay. Also wenn man am Strand lang geht, findet man definitiv ein paar. Stöcker, das sind noch welche. Ich will jetzt nämlich mal ein bisschen für Beleuchtung sorgen, da. Ah, ja, sehr gut. Brauche ich dauernd da was rauskramen? Ja, du brauchst gar nicht groß suchen, ich hab's schon reingedonnert. Das lockt natürlich auch hier die Freaks an, ne? Oh, kein Problem. So, cool. Und ich würde sagen, noch eins da hinten. Es hat gerade ein Kaninchen gefangen, ich hab's gesehen. Live in der Aufnahme, ich fass es nicht. So, jetzt stecke ich das hier rein und wehe, die sind beim nächsten Mal weg. Jetzt sind's vier. Ich frage mich, wie viel man da reinmachen kann. Ich frage mich auch, ob man die töten kann jetzt, wenn die im Käfig sind.
Vielleicht. Ah, ich habe da auch noch eins. Aber das töte ich gleich. Stirb! Na toll. Gut. Also wenn ich gehe voll gegen die Defensive Spikes renne, passiert nix. Sieht man das? Wo bist denn du? Ach da. Warte. Komm schon. Ich will nur wissen, wie das aussieht. Oder stell dich mal hier an die Seite irgendwie. Und? Ja, semi-spannend, aber... Okay, ja. Nein, das hat definitiv keine Damage Zone vorne draufgeklebt oder sowas, sondern das ist... Wir werden herausfinden, wie es funktioniert. Ja. So, man kann aber auf jeden Fall auch draufstehen. Das war so skillig, das hätte es sehen müssen. Drei Koffer mit einem Schlag geöffnet. Ach. Die Wette gilt. Okay, liebe Freunde. Dann, es ist wieder Zeit, glaube ich, schlafen zu gehen. Und denke ich, wir ziehen uns auch für jetzt zurück. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja. Zünd noch ein Feuer an. Ja, genau, für die Stimmung und so. Genau. Und wir hoffen natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid, ne? Ciao, Baba. Bis dann. Tschüss.